Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum, zu einem weiteren Applets-Test. Heute spielen wir ein Spiel, das noch gar niemand auf YouTube gespielt hat und noch niemand hochgeladen hat. Ein völlig unbekanntes Spiel, was es noch so nie gab. Wir spielen das Spiel Chicken Scream. Ja, wie gesagt, ein Spiel, was noch nirgendwo aufgetaucht ist, was absolut unbekannt ist auf YouTube, also. Für die, die es nicht wissen, die es noch nicht irgendwo gesehen haben, wir steuern hier ein kleines Hühnchen. Ich habe das schon mal ein bisschen vorher getestet, deshalb weiß ich, wie es funktioniert und habe das auch schon bei noch niemandem gesehen auf YouTube. Deshalb weiß ich, wie das funktioniert. Also durch die Stimme, durch das Mikrofon wird die Ente, wollte ich schon sagen, dieses Huhn hier gesteuert. Also wird mein Moderationsstil jetzt heute sehr sonderbar schön. Also höre ich jetzt auch mal auf zu quatschen und steuere das Spiel mit meiner Stimme. Los geht's. Heute werde ich mal ein Chicken unscreamen, also ein Hühnchen anbrüllen. Auf geht's. Genauso funktioniert das. Nicht. Genauso macht man das nicht. Weil dann fällt man drauf und verliert. Lauf, kleines Hühnchen. Spring! 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 Ich sagte springen. Lauf. Spring, kleines Hühnchen. Nein! Scheiße! Habe ich zu heftig geredet. So. Lauf ein klein wenig nach vorne. Weiter. Und jetzt spring! Lauf. Nimm die Keulen mit. Lauf und spring! Nicht ins Wasser! Nein, ich habe kein Interesse an der Werbung. Hier ist sehr viel Werbung, es wird ständig Werbung eingeblendet. Es ist wieder Tag und das Hühnchen läuft auf seinem Steg und fällt nicht ins Wasser. Oder doch. Hab ich gesagt, aber Lauf, nicht springen. Da atmet man einmal durch und schon ist das Hühnchen im Wasser. Mal sehen, was ich noch heute schaffen werde. Na. Ich schaff es. Ich krieg das doch garantiert hin. Dieses Hühnchen ins Ziel zu bringen. Heute! Und ganz schnell über diesen Steg hier laufen, weil das Steg bricht unter einem Mauer weg und da Hilfe, ich habe Angst. Spring! 5 Punkte haben wir schon. Eine Insel, die sich bewegt. Nicht gegen die Zacken springen, sondern über den Grund. Und hier nochmal hoch springen. Nicht ins Wasser fallen. Und hops. Ich habe mein Handy viel zu weit geneigt, deshalb sah man mein Display nicht. Und ich bin verkackt. Nein, ich werde nicht continuen bei Watching Video. 9 Punkte.
Das kann man, glaube ich, auch mit Singen machen. Soll ich euch das antun, mal singen? Ein bisschen singen? Was für ein Lied sollte ich denn singen? Mir fällt keins ein. Ungefähr so. Scheint sehr gut funktionieren, aber ich habe trotzdem abgekratzt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das muss man mal in der Bahn, in der Straßenbahn mal spielen. Auf jeden Fall. So, Best Score ist 11. Den top ich heute noch. Komm, konzentrier dich, Zwergi, das schaffst du. Auch wenn du redest und das Hühnchen durch Reden steuerst. Ja, meine. Och, scheiße, da bin ich ja noch nie eingekratzt. So, das schaffen wir heute noch. So ungefähr. Springen zu früh ab. Ich klinge so wie so ein Geistesgestörter, wie so ein kranker Bastard hier. Sondern so. Zum Glück sonst ist meine Familie nicht da. Das ist schon ein richtiger Zeitpunkt, um das aufzunehmen. Würde mir auch so nur denken, was zum Fick ist mit dem? Was geht mit dem ab? Tja, YouTube macht dann einen doch irgendwann mal verrückt. Irgendwann ist es soweit. Ach, scheiße! Nein! Ja gut, ich bin scheinbar viel zu blöd für dieses Spiel. Ich krieg den Elver-Score nicht mehr hin. Tweet it. Ja gut, ich hoffe, euch hat dieses App-Let's-Test ein bisschen gefallen. Hier im Shop kann man noch verschiedene Sachen freischalten mit seinen erbeuteten Münzen. Hier oben sieht man sie, 48 habe ich schon. Oh, ein rotes Hühnchen. Ein gelbes Kochhühnchen. Ein blaues Hühnchen. Nice. Und die kann man dann auch halt spielen. Ein rotes Hühnchen. Dann läuft das so mit dem roten Hühnchen ab und an. Ja, oder halt nicht. Ja, habt noch eine angenehme fröstliche Zeit. Gehabt euch wohl. Gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, wenn ihr noch ein paar davon sehen wollt. Oder wenn es euch einfach nur gefallen hat. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Teilt dieses Video weiter an eure Freunde, an eure Verwandte, an eure Katzen, an eure Hunde, an eure Meerschweinchen, an eure Ratten, an eure Läuse, an eure Bettmilben. Einfach an alle. Ja, dann würde ich mal sagen, haut rein.